Kerstin Smith brachte in diesem geheimnisvollen Kästchen etwas sehr Besonderes nach Pulheim. Ich fand das Objekt vom ersten Anblick an sehr, sehr außergewöhnlich. Sowas sieht man selten. Auf den ersten Blick ist es eine Anhängerbrosche. Es sieht so aus, als wäre hier oben eine Öse und rückseitig die Nadelung zu sehen. Aber es ist nur das Fragment eines größeren Schmuckstückes. Dass dieses nicht alleine als Anhänger funktioniert hat, das kann man schon sehen, weil es hier keine Konteröse gibt. Und weil die Broschierung ist hier auch später vorgenommen worden. Vielmehr ist es das Mittelstück eines umfangreicheren mehrteiligen Colliers. Es ist aus 14-karätigem Gold, also 585er Gold. Und es ist durchaus interessant. Ich möchte das Stück datieren auf 1830, 1840. Und ich wäre hier bei etwas über dem Goldwert, 350 Euro. Ein ganz, ganz ausgefallenes Schmuckstück. Wenn da so Kunstfertigkeit dabei ist und dann noch kleine Steine und Perlen eingearbeitet, dann geht mir das Herz auf und dann weiß ich, okay, der Preis ist mir egal, ich muss es haben. Ich starte mit 500 Euro. Sehr sympathisch. Ich dachte, wenn ich hier mit 500 Euro starte, dann sagt hoffentlich niemand mehr was und ich bekomme es dafür. Hat leider nicht so gut geklappt. 550 bei mir. Bieten 600 Euro. Man kauft ja eigentlich nichts für sich selbst zum Behalten und weil man es schön findet, sondern weil man eben damit auch Geld verdienen möchte. Und da ist wirklich eine Kalkulation angesagt, um es dann noch gewinnbringend zu verkaufen. Also man kauft sich auf jeden Fall Arbeit mit dem Objekt. Aber auch Freude, ja. Dieses Wiederherzustellen. Kreativ zu sein. Genau. Ja. Darf ich Ihnen diese Freude für 650 Euro abkaufen? Sagen Sie 700 und wir sind ein Team. Ich habe normalerweise Schmerzgrenzen im Kopf, die ich aber in der Regel überschreite. Ich würde jetzt noch der Liebe wegen 660 Euro geben. Das gehört dazu, sonst bekommt man nichts. Dann bin ich damit einverstanden. Gut. Toll. Bravo. Sehr schön. Ja. 660. Ich habe zu danken. Ja, danke. Der Preis, den ich für die Brosche bezahlt habe, war durchaus schon hoch. Ich denke aber, dass diese Art des Schmucks eben sehr selten ist und dass man aus dieser Brosche viel mehr machen kann, als dass man es jetzt als Fragment belässt und in irgendeiner Kiste versauern lässt. Ich fand das wirklich rettenswert. In Jena findet Fabian Rettung für das schöne Schmuckstück. Dort arbeitet sein Goldschmied, der bereits etwas Vorarbeit geleistet hat. Mein Goldschmied ist der Kai Gärtner. Mit ihm arbeite ich erst seit Kurzem zusammen. Wir haben uns von Anfang an so gut verstanden und er macht wirklich tolle Qualität, die mich überzeugt hat, sodass wir jetzt doch schon einige Teile auch zusammen gebaut haben und ich ihm, was auch dieses Stück angeht, voll vertraue. Kannst du dir das mal angucken, ob das so deinen Wünschen entspricht? Oh, das sieht gut aus. Ich habe aber noch eine kleine Änderung mir überlegt. Ja. Und zwar, also das hier ran, das mit ein bisschen Abstand beiseite. Und dann haben wir ja gesagt, hier eine Weißgoldkette, ne? Eine Weißgoldkette, genau. Daraus machen wir Ohrringe, aus den kleinen hier. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube, dass die Umarbeitung eine Zeit dauern wird. Und es wird vor allem auch aufgrund des neuen Goldes, das ich einfügen werde, eine teure Angelegenheit. Aber es wird sich lohnen. Okay, dann machen wir das so. Sehr schön. Ja, dann gehen wir es an. Ja, freue ich mich. Okay. Zunächst wird das antike Schmuckstück in seine einzelnen Elemente zerlegt. Die modernen neuen Elemente hat Kai Gärtner vorab geschmiedet und prüft nun, ob alt und neu wirklich zusammenpassen. Das Seitenteil wird ja später auf den Rahmen hier aufgesetzt. Und dazu muss die Unterseite ja plan sein. Als nächstes muss die alte Öse weichen. Beim Sägen und Schleifen des antiken Fragments ist größte Vorsicht geboten. Das ist ja so ein ausgekitteter Schmuck, Schaumgold nennt sich das. Das sind zwei Goldbleche, die werden aneinander gelötet und dazwischen wird dann ausgeschäumt mit einem bestimmten Material. Mit viel Fingerspitzengefühl werden also alle Einzelteile auf ihr neues Leben vorbereitet. Jetzt wird poliert. Die neuen Elemente sind aus 585er Weiß- und Gelbgold gefertigt. Form und Anordnung sollen den sakralen Charakter des Designs unterstreichen. Kai poliert die Elemente ca. 40 Minuten lang, bevor er sie in das Ultraschallbad gibt. Jetzt tue ich den Schmuck, den ich gerade poliert habe,
oder die Teile, es ist ja noch kein fertiges Schmuckstück, kommt jetzt ins Ultraschall, damit der Polierschmutz weggenommen wird. So. Mit warmen Birkenholzspänen wird die Feuchtigkeit aus den filigranen Schmuckelementen gezogen, bevor es endgültig an die Vereinigung von Neu und Alt geht. Circa 20 Arbeitsstunden hatte Goldschmied für die Neukomposition gebraucht. Zum Schluss lässt Kai Gärtner das Schmuckstück im wahrsten Sinne von Hand erstrahlen, bevor es gut verpackt auf Fabian wartet. Dann komm rein. Jawohl, jetzt bin ich wirklich gespannt. Bist du selbst erfahren? Ja. Gut. Wow, das ist schön. Also ich muss sagen, es war wirklich eine knifflige Arbeit. Dieses Schaumgold zu löten ist nicht ganz einfach. Aber wie zu erwarten war, bin ich sehr, sehr zufrieden. Das ist die Kette, das hast du super schön reingearbeitet. Das gefällt mir gut, auch schön beweglich. Und auch mein Vorschlag mit den Rokaillen wurde berücksichtigt, was mich sehr, sehr glücklich macht. Auch mit diesen zusätzlichen Ohrringen, die noch rausgekommen sind. Na, die sind doch super. Ja. Ich muss sagen, tolle Arbeit. Ich bin richtig, richtig zufrieden. Hier habe ich jetzt 660 Euro ausgegeben für den Kauf. Für das Gold 1033 Euro. Die Arbeit meines Goldschmieds wird mit 900 Euro berechnet. Und die zwei kleine Ohrringe aus den Blüten, die da dran sind, die kosten auch nochmal 120 Euro im Umbau. Macht eine Gesamtsumme von 2713 Euro. Und ich schätze, dass ich so 3,5 bis 3,8 verlangen kann dafür. Hallo ihr Lieben! Wenn euch dieser Beitrag sehr, sehr gut gefallen hat, dann könnt ihr hier noch weitere sehen von meinen Händlerkollegen. Ihr könnt natürlich den Kanal abonnieren und schreibt unbedingt in die Kommentare, was euch ganz, ganz gut gefallen hat oder gebt uns auch Kritik. Ich freue mich auf euer Feedback.